Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, der Appenzeller Witz, das ist das neueste Buch von Peter Eckenberger. Ihr kennt ihn ja schon, gell, fremder Legionär, wirklich ein witziger Mensch. Er hat gesagt, er wird jetzt bald 85. Und Peter, jetzt sitzen wir hier im Hotel Heiden. Und jetzt hast du mir gesagt, du müsstest unbedingt eine Wand im Rücken haben. Das war aber kein Witz, oder? Nein, das war jetzt kein Witz. Nicht ein alter Soldat muss eine Wand im Rücken haben und er muss vor allem den Ein- und den Ausgang im Auge haben. Aha. Ganz einfach. Das heisst, du schaust hier in die Größe vom Hotel Heiden rein und hast alle Leute, die so, ihr könnt ein bisschen im Griff. Kennst du die Leute auch? Ja, also ein Teil der Leute, die hier rein marschieren, kennt man natürlich. Das ist klar. Natürlich hat es auch viele andere Gäste. Es ist ja ein lebhafter Betrieb hier in Heiden. Aber du selber wohnst nicht in Heiden? Ich selber wohne nicht in Heiden. Ich war ja lange mal zu Hause, dann in Wolfalden. Und neuerdings wohne ich in der Au im Rintel. Also gewissermaßen ein Abstieg. Ja, das kann man so sagen. Gell? Und wenn man jetzt so denkt, ich glaube 1875 oder so ist die Bahn auf Heiden, glaube ich, irgendwie gebaut worden. Und dann hat es ja damals den Slogan gegeben von Berlin auf Heiden. Und dank dem Witzweg, der jetzt ja 30 Jahre alt ist, könnte man jetzt sagen, von Berlin direkt auf Walzenhausen, oder? Beinahe nicht. Wir können direkt auf Heiden fahren, natürlich. Die Roschach-Heiden-Bergbahn hat Normalspur wie die SBB. Und darum war das möglich gewesen, mit direkten Spezialwegen natürlich, von Berlin auf Heiden, ohne Umsteigen zu fahren. Und dann von Heiden auf Walzenhausen natürlich eine kleine Wanderung auf dem 30-jährigen Witzwanderweg. 2,5 Stunden geht es. Ich glaube, das zeigen wir mal noch. Du bist ja wirklich auch noch gut zu Fuß unterwegs. Heute wäre es jetzt irgendwie ohne GPS in dem Nebel oben gar nicht möglich, um den Weg zu finden. Aber da machen wir noch bei schönem Wetter, dann, oder nehme ich an? Da holen wir den an. Wirklich, heute ist es nicht unbedingt lustig. Wobei, der Weg ist natürlich spannend ohnehin, auch bei schlechtem Wetter. Wälder, Wiesen, ein Stück weit ist fester Weg. Also, da wäre kein Problem, auch im schlechten Wetter zu laufen. Übrigens, schlechtes Wetter gibt es ja gerne nicht. Ist eine Frage vom Anliegen. Genau, natürlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, eben der Witzwanderweg mal zu machen. Ist jetzt 30-jährig, hat auch immer wieder Neuerungen gegeben, ist auch sehr interessant aufgebaut, hat Witz am Weg, aber immer natürlich auch wunderschöne Aussichten, Restaurant, das ist auch ein Erlebnis für Jung und Alt, oder? Da müssen wir auf jeden Fall mal machen. Aber eben, jetzt das Buch hier, der Appenzeller Witz, den wir jetzt heute thematisieren, das ist jetzt nicht einfach ein Buch, wo man sich so vorstellen kann, ein Witz nach dem anderen, sondern das hat ein bisschen einen anderen Hintergrund, oder? So ist es genau nicht. Das Buch hätte man wahrscheinlich mal schreiben müssen. Es hat vor 100 Jahren ein Buch mit dem genau gleichen Titel. Der Appenzeller Witz, ein berühmter Mann, hat das Buch geschrieben. Der Alfred Dobler, gestorben vor 100 Jahren, 1923. Und in diesem Buch geht er auch ein bisschen auf die Hintergründe ein vom Kulturgut Appenzeller Witz. Und da habe ich eigentlich in diesem Buch vertieft angeschaut. Und bist auf eben das gestossen, auf das gestossen, denn Appenzeller sagt man, sie sind klein. Täuscht allerdings, sie hat im Militär zum Teil ganz grosse Appenzeller gehabt. Aber es hat vielleicht ein bisschen kleine, das sieht man vielleicht auch von früher her von den Häusern, die ein bisschen tief sind, die dann so bei 1,80, 1,85 etwa mal fertig sind. Und ich glaube, der Witz ist auch ein bisschen prägt durch die Grossen gegen die Kleinen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, ist es der Abt von St. Gallen gewesen, wo sich die Appenzeller gegen gewehrt haben, oder ist es ein bisschen Aufwertung vom Tourismus gewesen? Was ist denn da vor allem das, was dazu geführt hat, dass der Appenzeller Witz eigentlich UNESCO-Erbe ist? Ja, also die Grossen gegen die Kleinen, ich würde sagen, das ist so das Muster, das sich fast jedem Witz bemerkbar macht. Immer geht auf die Bibel zurück, nicht? Goliath, der grosse Ries, gegen den kleinen David. Und natürlich, der Gross meint, er sei der Siebensieg, der Stark. Und siehe da, in dem verbalen Zweikampf, der Kleiner siegt. Und der Gross hat es zwar auf dem Rücken. Ist schon ein bisschen so, wie ich es gesagt habe, Situation Goliath gegen den David. Aber sind die Appenzeller irgendwie schlagfertig? Sind sie witzig? Jetzt als Auer und im Unterland tun, kannst du jetzt über die Appenzeller auch ein bisschen reden. Wie schätzt du es ein? Sind sie wirklich witziger als andere? Natürlich sind nicht alle witzig und nicht alle humorvoll. Ist wie in allen Regionen von der Schweiz, von Europa generell, von der Welt natürlich. Aber ich würde schon sagen, der Witz, der Appenzeller Witz und der Appenzeller als witziger Mensch, der hat sich irgendwie herauskristallisiert. Ist ein Klischee geworden natürlich. Es sind vor allem Touristen gewesen, die den Witz verbreitet haben, die bereits vor
250 Jahren zu Gäse in der Ferien waren. Eine Molkenkur musste über sich gehen lassen. Und dann haben sie natürlich die witzigen, lustigen Appenzeller kennengelernt. Haben das verbreitet. Du, die sind alle klein, kleinwüchsig natürlich. Dafür schlagfertig, gesangesfroh, frohmütig. Das Klischee hat sich verbreitet. Eigentlich ein Stück weit schon mit dem Tourismus. Du bist ja eigentlich auch wirklich ein Appenzeller, oder? Obwohl Deggenberger heisst, ist also vom Herz her bist du schon ein Appenzeller, oder? Ja, das stimmt natürlich. Aber ich würde sagen, Grabserberger und die Appenzeller sind wahrscheinlich mentalitätsmässig stehen hier sehr nahe. Nicht? Ja. So ein bisschen ländlich, Hügelgebiet, ein bisschen abseitige Wohnlagen und so weiter. Da trifft man sich natürlich. Aber der Appenzeller hat sich jetzt halt dank dem Ruf, er ist witzig, schlagfertig, heben sich die irgendwie ab vom Rest der Schweiz. Und da kommt es mir jetzt hin, bei dem Nebel hat man an einem Gapsenberg gesagt, Herrgott, lass noch mal, es hat heute Nebel, könntest du Mistgabel gerade einstecken und so weiter. Die sind manchmal wirklich auch witzig, gell, die Gapsenberge, in ihrer Urigkeit. Das hat gewisse Verwandtschaft. Sehr treffende Antwort. Originell natürlich und weitgehend zutreffend. Oder? Magst du selber einen Witz auch verleiden? Sicher. Also, es gibt ja eine gute Definition. Witz ist Scharfsinn, Humor ist Tiefsinn. Aha. Also der Witz hat etwas zu tun mit dem Intellekt, mit dem Geist natürlich, Intelligenz auch. Und können einstecken, Humor ist Tiefsinn, geht in die Tiefe runter. Wenn man dann selber natürlich einmal Zielscheibe ist von einem guten Witz und die anderen lachen dann über einem, da hat man natürlich weniger gern, als wenn man selber austeilt. Nicht? Aber ich würde sagen, ich mag da eigentlich gut vertragen. Ich kann mitlachen. Und wenn man jetzt über mich einen Witz reißt. Ebenfalls ein Witzweg ist ja die Geschichte oder von der Hebamme, die den Mann fragt, ob er bei der Geburt dabei sein will. Und dann sagt er, nein, er muss nicht dabei sein, sie ja auch bei der Zeugung nicht dabei gewesen. Ist natürlich lustiger erzählt und so weiter. Da habe ich gedacht, du hast einen Sohn. Also ist das ein Witz, der auf dich zutrifft? Gerne. Und den Witz findet man also nicht in dem Buch. Nicht? Die Geschichten, die da aufgeführt sind und die Leute, die zitiert werden, das ist absolut stubenrein. Habe ich alle ein bisschen Mühe, wenn die unterschubladigen Witze erzählt werden. Ja. Also es gibt genug Witz, es gibt sehr viele Witz im Appenzellerland, wo alle stubenrein und anständig sind, wo man überall dürfen zählen. Da müssen wir schon noch festhalten. Aber wie wäre es, also, wenn da ein Deutscher reinkommt in das Hotel Heide, muss es da mal umschauen, man sieht es zwar nicht an den Spiegel, aber da eine von den drei Wirtinnen hat dann mal, wo der Deutsche dort vorbeigelaufen ist, gesagt, das ist jetzt aber auch ein wunderschönes Bild, oder hat gesagt, das ist ein schlechtes Bild, oder so weiter, wo er selber im Spiegel drin war. Also, weißt, mag es denn so etwas leiden, der Witz? Da mag es leiden, würde ich jetzt sagen, und wer da nicht vertreibt, der hat jetzt eben dem Feld schon ein Stück weit Humor. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht, über sich selber können lachen. Das ist natürlich anspruchsvoller, wie ich es gesagt habe, als einfach austeilen. Aber eben, da sind dann etwa mal die Touristen, die gekommen sind, schon dran gekommen. Also weißt du, der Tourist, der mit einer Bahn da das Heidenbähnchen aufgefahren ist und danach hat der andere immer geduzt. Da steht jetzt ja wirklich da in dem Buch drin. Ach, so. Und dann hat er gesagt, das ist mal fertig mit dem ewigen Dutz, er hat ein blaues Blut. Und dann sagt der andere, ja, du hast dann nichts dagegen. Also so Sachen, das stimmt genau, dann. Genau. Das trifft sicher zu. Ja. Ich würde sagen, das ist sicher ein treffender Witz. Jetzt haben wir natürlich eben von diesem Buch geredet. Ich habe schon drin geschnüffelt, dies, jenes. Es ist zum Beispiel so eine Geschichte in einer Bahn voll witziger Geschichten. Das finde ich wirklich sehr gut. Dann auch die Geschichte von diesen drei Wirtinnen und so weiter. Es ist süffig zum Lesen, es lohnt sich zum Lesen. Es ist auch wahnsinnig gut gemacht, muss ich sagen. Man kann mit dem Einschlag kann man immer genau schauen, wo ist man schon gewesen, wo kann man noch weiterlesen. Meinst du, hättest du gerade etwas parat? Du blätterst dort immer irgendwie etwas rum, wo du mal vorlesen würdest? Ja, mache ich doch gern. Wäre genau die Situation. Goliath, der grosse deutsche Kurgast, gegen die kleine Appenzeller Frau. In dem Fall ist es eine Frau, eine Appenzellerin. Die dürfen wir ja nicht vergessen, das ist ganz klar. Der Kurgast wird im nöbelsten Hotel in Walzerhaus aus übernachten. In dem Viersternhaus Hotel Kurhaus Bad. Das war dann zu teuer, hat nebenzu in einem Gasthaus geschaut. Und eben, da gibt es ein kleines Gedicht dazu. Ein nobler Kurgast aus dem Deutschen wollte eine Appenzellerin vertwitschen. Sein Opfer war eine einfache Wirtsfrau, ein gemöges Weibli. Und Appenzell ist klein. Für die Nacht hat der Deutsche Kammer haben. Darum hat er sie im Gasthaus alles zeigen lassen. Saubere Zimmer sind's, aber ohne jeden Komfort. Der Gast träumt die Nase
Und er griff ins Wort. Was kostet dein Zimmer in diesem Schweinestall? Fragt der Hochmütige, wie ein Feldmarschall. Schlagvierte, lachet unsere Frau, 20 Franken pro Nacht und pro Sau. Auf jeder Seite hast du es das gelesen? Da ist auf der Seite 72. Weil mich interessiert es nur einmal, du sagst es das alles, auch wenn es nichts wäre. Ich sehe es da, ja, genau. Man muss es noch lernen, den Dialekt zu lesen. Ja, ich würde sagen, wenn man laut liest, versteht man das sehr gut. Ja. Die Empfehlung gebe ich übrigens alle. Oder? Die Leute sagen dann etwa, oh, Dialekt ist schwer. Sagen, du musst laut lesen. Dann liest man natürlich viel bewusster. Und man zücht die eigenen Ohren mit ein. Und siehe da, dann geht das problemlos. Und 80%, ich würde sagen 90% in diesem Buch, ist ja Schriftsprache. Ja, aber dort, wo der Appenzeller zum Wort kommt, dort gehen wir schon auf den Dialekt über. Weil der Witz lebt natürlich ein Stück weit von unserem gelungenen Dialekt. Ich rede jetzt hier in der Mehrzahl. Wir haben den Innerrhoder Dialekt, wir haben den Hinterländer Dialekt, hier ist auch Urnest und Umgebung. Und hier im Vorderland, Heidewald zu Hause, noch ein bisschen eine Sprache mit dieser Rintalfärbung. Ja, apropos Rintalfärbung, es ist aber schon nicht ganz gleich. Ich habe mal einen Kollegen, der ist von Gonten gekommen, ich bin jetzt in der Schulstraße aufgewachsen und er ist immer dort in die Ferien gekommen. Er hat einen Witz erzählt, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Wir haben uns den Witz dann gemerkt und auch weiter erzählt. Das Glatte ist, es war ein riesiger Unterschied gewesen, ob es er erzählt hat oder ob es mir erzählt hat. Das glaube ich. Ja. Und das hängt schon noch ein bisschen, gell? Der Dialekt und alles, die Art, das spielt schon eine grosse Rolle noch, gell? Das spielt ganz sicher eine grosse Rolle. Und natürlich, einen Witz können erzählen, ist auch ein Stück weit der Kunst. Nicht? Ja. Ich habe es hierhin probiert zu beschreiben. Witze erzählen ist eine Kunst. Auf wann muss man schauen? Und das Pointe dann wirklich sitzt. Und da kann man ein einzelnes Wort scheitern, nicht, dass irgendwie nicht mehr gleich lustig oder originell ist. Jetzt mal ein kleines bisschen weg vom Witz, aber gleich wieder zu einem Witz, nur zum zeigen, der Witz hat soziales Nivellierungsinstrument. Also, du hast dich ja mit so Gedanken auseinandergesetzt, ja. Gell? Der Witz geht ja eigentlich auf die Autoritäten los. Der Witz hat sich eben gegen die vermeintlich besseren, höheren, gescheiteren, gerichtet Autoritäten im Dorf, auf dem Sockel, auf dem Podest gestanden sind. Wie war das früher noch in allen Dörfern? Grüezi, Herr Doktor, ja, grüezi, Frau Pfarrer, obwohl der Masspfarramt hatte. Ja, grüezi, Herr Richter, grüezi, Herr Gemeinderat und so weiter. Der Offizier natürlich, ja, grüezi, Herr Hauptmann und so weiter. Und diese Leute haben mich gelassen, Sprüche mit verbalen Reaktionen von ihrem Sockel auf den Boden von uns Normalbürger oben abgeholt. Alle sind wir gleich. Der Witz als soziales Nivellierungsinstrument. Wie bist du auf diese doch hochwissenschaftliche Sachen gekommen? Klar, du bist jetzt 30 Jahre natürlich mit dem Wanderwitzweg beschäftigt und so weiter. Du bist natürlich auch hoch studiert, du bist Logopäde, du hast alles Mögliche noch studiert. Du bist nicht nur in der Fremdenlegion und bist Apotheker oder Drogist, sondern eben natürlich bist auch hoch studiert. Ist dir das eher in Quere gekommen, dein Studium? Oder was jetzt, wenn du dich mit so Sachen beschäftigst? Oder ist das jetzt etwas, was dir da auch wieder etwas gebracht hat? Ich würde sagen, jede Epoche von meinem Leben hat mir natürlich etwas gebracht. Drogist und natürlich die Fremdenlegion. Lehrer natürlich, der Lehrerberuf hat mir sehr viel gebracht. Du bist aber schnell ausgeschieden dort, ha? Ja, relativ. Ist das kompliziert ja, relativ. Ja. Nein, ich habe gerne Schule gegeben, das ist unbestritten. Aber die Sprache hat mich alle fasziniert. Darum ein Logopädie-Studium, dann ein Stück weit auch in der Logopädie tätig gewesen, auch Schweizer. Sprache als St. Gallen. Und ich habe natürlich schon gesehen, die Sprache, wie ich es gesagt habe, hat mich fasziniert. Und der Witz hat natürlich sehr viel mit Sprache zu tun, das ist klar. Und nein, das ist mir absolut nicht im Weg gestanden. Im Gegenteil, das war für mich eine grosse Hilfe, gewesen, wenn man ein bisschen einen Rucksack hat. Journalismus natürlich auch, gell? Natürlich, nicht vergessen, schon klar. Ja. Hat es einen Beruf gegeben, der dich am meisten fasziniert hat? Ja, ich würde schon sagen, der Journalismus hat mich wahrscheinlich den meisten fasziniert. Ist dann einfach so aus den Vortätigkeiten rausgewachsen. Nicht? Wenn man früher noch in einem Dorf Lehrer war, sollte es schnell mal geheißen, du könntest noch Ortskorrespondent machen und unsere Zeitungen,
hier noch in der Mehrzahl natürlich unsere Zeitungen bedienen über, mit Berichten über Gemeindeversammlungen, über Geschäftseröffnungen, über Jubiläen und Abendunterhaltungen von Vereinen. Man war wirklich an jeder Hansverlacherten präsent gewesen, mit Freude auch, hat darüber geschrieben und das verschiedenen Zeitungen dann, geschickt. Und es tut natürlich extrem, also es ist wirklich auch wissenschaftlich, es ist schwitzig, es ist hochseriös, aber wenn man einmal genau anschaut, in die Augen schaut, ist ein schalkhafter Kerl, der Peter Ickenberg. Ich bin überzeugt, er wäre noch für Menge Streich zu haben. Ist schon ein bisschen so, oder? Ja, das ist sicher so. Also, ja, ich habe es gerne lustig, heute noch. Eben, da ist er nicht abhanden gekommen, he? Sicher nicht. Ja. Nein, das gehört ein bisschen dazu. Ja. Natürlich hat man auch in den Genen, nicht die, die noch meinen Vater, den Fotograf Anna-Rese Eckenberger, kennt haben, Walzenhausen. Also hast du gesagt 102? 102. Langjährig im Buxner gewohnt, der ist natürlich auch. Er war ein Original auf eine Art. Ja, bist du ja auch? Ja, man wird dazu. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja, hat zwei Seiten natürlich. Hat zwei Seiten. Natürlich. Man hat sicher ringer im Leben, wie man kann lachen und das Lachen nicht verlernen und ein gewisses Quantum Humor in sich inne hat. Geht sicher besser. Der Witzwanderweg, weißt, mit den Zwergen, die du dort auch schilderst, oder dann da drin, jetzt die drei Wirtinnen und so weiter, hat sich das auch ein kleines bisschen verändert im Verlauf der Zeit? Weißt, oder ist der Witz ein bisschen abhanden gekommen? Ist es ernsthafter geworden? Mhm. Weißt, wir sitzen jetzt hier im Hotel Heide, wunderschönes Hotel, mondän natürlich und so weiter. Also völlig nicht das, was man sich eigentlich im Grunde noch in Heide vorstellen würde. Hat sich das auch ein bisschen verändert? Das hat sich sicher verändert, weil heute fehlen Projektionsflächen. Nicht früher waren es eben die oben dran, der Herr Doktor, Herr Pfarrer, der Herr Lehrer natürlich und so weiter. Heute ist alles per Du. Nicht? Sogar Gofen sagen in der Schule scheinbar der Lehrer Du. Nicht? Hat sich verflacht und dem fehlen die Projektionsflächen. Wir haben niemanden mehr, den man vom Sockel oben abholen muss. Es hat ganz sicher früher noch mehr Witze und mehr witzige und originelle Begebenheiten kommen dazu, dass in diesen Dörfern die Original fehlen. Heute haben wir, Gott sei Dank, wir haben Schulmöglichkeiten für geistig handicapierte Leute. Das ist alles richtig, aber die waren früher in der Dorfgemeinschaft präsent, mitgetragen worden, zum Dorforiginal geworden. Und über die hat man Witze gemacht, zum einen. Die sind aber auch wieder naiv, schlagfertig war und haben dafür geschaut, dass das Kulturgut Witz sicher nicht aussterbt. Das ist heute anders vorbei, weitgehend. Ist aber ja immer schade, das müssen wir wiederholen, oder? Weil Spass im Leben würde eben auch natürlich manches verbessern. Sicher. Gibt es da Möglichkeiten? Weißt, ich denke mir auch bei der Schule, du sagst, das stimmt, das ist ernsthafter, oder? Habe ich auch in meinen 40, 50 Jahren übrigens Lehrertätigkeit auch festgestellt. Ist aber jammerschade, wenn der Spass verloren geht, geht die Freude verloren. Es geht auch eine gewisse Bildungsqualität verloren. Es geht irgendwie so ein bisschen das Pflegen vom Gegenüber, oder? Von Lehrer, Alt, von Schüler, Jung, ein bisschen verloren. Man darf heute auch nicht mehr gleich spassig sein. Ist das so die Behörde fest? Ist alles so tierisch, ja, ernst und und irgendwie ist eigentlich schade. Das ist sehr schade, sage ich. Also, ein glatter Spruch zur richtigen Zeit lockert doch auf. Also, man kann Situationen entschärfen, wenn man eben schlagfertig natürlich im richtigen Moment auch die richtigen Worte hat. Nicht zert und nicht zu weich, eben genau treffend. Ich würde sagen, das ist schon ganz, ganz wichtig. Der Raymond Brogger, der alte Landammer von Appenzell-Innerrhoden, den ich in diesem Buch zitiere, der muss ja alle als Ständeratsmitglied natürlich auch, nicht nur Landammer von Innerrhoden, sondern auch langjähriger Ständerat, er muss sowohl im Appenzeller Grossen Rat, also in der Regierung dort, respektive im Kantonsrat, Grosser Rat, muss er mit einem Spruch Situationen entschärft haben. Aber auch in Bern, beim Ständerat, wo es so trocken zugeht, nicht, hat er mit einem Spruch die ganze Situation entschärft und alle zum Lachen gebracht. Wenn man mal richtig lachen konnte, geht nachher derbt viel Ringer von der Hand. Das ist eine wahre Tatsache. Das ist eindeutig so, stelle ich selber auch fest. Und wenn man es dann immer wieder macht, dann natürlich kommt es mit der Zeit auch, dass die Akzeptanz ein bisschen da ist. Aber auf der anderen Seite, zuerst wirst du ganz komisch angeschaut. Was ist das jetzt für einen Vogel, für einen mehrfarbigen? Was hat er in der Politik zu tun und so weiter? Ist es zu wenig ernsthaft, zu wenig tiefschürfend, zu wenig tiefgründig? Nimmt es nicht wirklich ernst? Also, aber weißt du, könnte man da dagegen ankämpfen? Weißt, ich fände es persönlich extrem wichtig, weil ich denke, wenn wir so weitermachen mit dieser fast Lustlosigkeit für Humor,
kommen wir länger mehr in so Verwaltungsdenken rein. Wir holen den Kafka, das Schloss zurück und mit dem Verwaltungsdenken können wir im Grunde nicht weiter, außer dass wir uns selber gefangen haben. Also, Sicher richtig. Ich glaube, wir müssen einfach im richtigen Moment Zivilcourage haben, um zu sagen, du, jetzt bring einen glatten Spruch und dann siehe da, wir staunen dann vielleicht selber tatsächlich auch ernste Leute und brötige Leute, wo man meint, ja, die verträgen überhaupt nicht. Siehe da, so gerne, die mögen mitlachen und sagen vielleicht nachher, du, da hast im richtigen Moment hast einen glatten Spruch gebracht, mach doch das vermehrt. Wir müssen vielleicht die Leute, die ein bisschen begabt sind in die Richtung, die müssen sich vermehrt einbringen. Und so trockene Verhandlungen und Versammlungen und so weiter. Denke, fang da mit Hauptversammlungen von Vereinen und so weiter. Mal einen glatten Spruch bringen, kurz und bündig. Und siehe da, da lockere gewaltig auf. Und insofern ist eben, ich habe jetzt eben nicht das ganze Buch durchlesen, aber ich mache mich auf jeden Fall noch dran. Du hast sicher auch noch andere Sachen, oder? Wo du vielleicht draußen mal noch ganz kurz könntest vorlesen. Hättest du noch irgend so etwas? Also es gibt ja ganzen Haufen verschiedene Kapitel, oder? Ja. Wo da drin sind. Eben, wir haben zum Beispiel das von den Wirtinnen oder schlagfertiges Handeln oder Bibel, der Appenzellerland, Begeisterung und so weiter, Touristen, machen der Witz bekannt oder der verhasste Vogt von Schwendi, sensationelle Wunderheilig und so weiter. Es ist so ein Mischung zwischen tiefschürfend oder, und eben dann witzig. Und ich persönlich glaube, wenn man das so ein bisschen durchliest, merkt man auch, was der Witz auch für eine Funktion hat, auch in der heutigen Zeit. Ganz eine wichtige, oder? Ist ja so, ja. Du hast inzwischen schon etwas gefunden, he? Der Witz ist ganz sicher ein gewisses Ventil. Ja. Und wenn man einen gewissen Druck hat, mit dem richtigen Spruch zur richtigen Zeit, den Druck ablassen und den Druck sicher vermindern. Ja, eigentlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Verbindung Tourismus und Appenzeller Witz eingehen, dann sage ich natürlich in dem Buch, der Witz hat sich angefangen zu verbreiten, wo deutsche Kurgäste aus ganz anderen Landesteilen, zuerst einmal in Geis, eine Molkenkur absolviert haben. Nachher ist das berühmte Wiesbach gekommen. Der ist schon einverstanden. Ja, genau. Sicher. Wir haben noch einen, der noch möchte mitreden. Ja. Haben wir gern. Das ist ja genau. Machst einmal einen Spass, bellt schon einen. Gell? Ja. Ist unglaublich. Eben wäre es peinlich gewesen, wenn wir beide verrückt worden wären. Ja, nein, wir lachen natürlich. Jemand, der noch mitschwätzt. Das ist sicher richtig. Nein, Geis war der erste Kurort und dort bereits gibt es einen Haufen glatte Geschichten. Also zum Beispiel ein Deutscher ist auf Geis gekommen. Auf dem schönen Dorfplatz läuft er vor einem Ochsen am legendären Wirtemuli heim über den Weg. Der Gast fragt, ob Gäs wirklich so ein gesundes Dorf sei, wie man da bei jenen im Deutschen aus all wieder höre. Ja, der Frieli, das stimmt. Bei uns oben ist alles rundum gesund. Das kann man sagen. Jetzt sagt der Deutsche gleich von oben runter, rundum gesund. Das kann jeder sagen. Ich will beweisen, Herr Wirt. Ja, da wäre mal unsere gesunde Luft und natürlich die Schotten. Molke. Der Gast strömt nass und meint, gesunde Luft, Molke, kein schlagender Beweis. Der Wirt, ja, den haben wir auch ganz schöne grosse Wälder. Pah, Wälder, genügt mir nicht. Ja, was wir auch noch haben, ist ganz ein gutes Quellwasser. Wasser, dass ich nicht lache, haben wir auch. Sonst noch was? Daheim hat jetzt ein kleines Haar gekratzt. Und dann ist ihm nochmal etwas eingefallen und er sagt, ja, dem muss ich auch noch sagen, bei uns zu Gäs oben sterben ganz wenig Leute. Jetzt hat der Deutsche die Ohren gespitzt und fragt, ja, wie hoch bzw. wie niedrig ist denn in Gäs die Sterblichkeit? Ja, in den letzten 20 Jahren ist bei uns oben gerade der Doktor gestorben, sagt jetzt der Uli in einer Seelenruhe. Na, sowas! Nur der Doktor! Unglaublich! Und woran ist er denn gestorben? Ja, weil er verhungert ist. Also, die Appenzeller sind gesund. Ja, kann Fall. Man sagen. Es hast jemanden gewunken hinten dran? Ja, hat noch der Verwaltungsratspräsident vom Hotel Heide. Ah. Stolziert noch ein bisschen umeinander. Ja. Aha. Darum hast du das so schön gemacht. Du hast gesagt, du müsstest noch Schleifen anlegen. Hast du das auf sich angeleitet oder der Frau? Das habe ich natürlich für euch beide schon gemacht. Ach so. Selbstverständlich. Und die Schleife, die müsstest du anlegen. Warum denn das? Ja, gehört ein bisschen zu mir. Und ich habe natürlich alle ein bisschen Halsprobleme. Ja. Also, ja. Ist ja Marotte zum einen und zum anderen bringt sie etwas. Also, ist allem geholfen.
Du bist ja selber schuld, wenn du in die Tiefe abgezogen bist. Hättest du schon da bleiben können. Wegen gesünderer Luft gewesen, meinst du nicht? Ja, dann ist wärmer. Ah, gut, okay. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Genau. Ja, ja. Ja, aber sonst ist eben gell, Gesundheit, deine Beziehung zum Humor, auch über dich selber können lachen, das ist auch bei deinen fast 85 immer noch voll intakt. He? Ja, weitgehend natürlich. Man ist doch nicht alle gleich drauf. Das ja, ist natürlich, klar. Das ist logisch. Und der Appenzeller hat eine dunkle Seite natürlich auch. Man kann nicht ständig lachen. Ja, ja. Sonst wird es noch langweilig, ist schon klar. Aber ineinander dominiert bei mir der Humor. Ist klar, ist bei mir stärker ausgeprägt als die Seite, wo man jammert und ständig etwas Negatives sieht. Wie ich gesagt habe, nicht mehr kann dringen durchs Leben, wie man noch lachen kann. Mhm. Also für mich muss ich sagen, der Appenzellerwitz, da finde ich ein fantastisches Buch. Wenn du realist, ist eben nicht nur gerade witzig, sondern zeigt eben auch, was der Witz für eine Funktion hätte. Und zwar aus meiner Sicht sehr, sehr eine wichtige Funktion. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, nachdem ich da vielleicht etwa ein Drittel vom Buch gelesen habe und jetzt dem Peter Eggenberger selber zugelassen habe, es ist halt ein Unterschied, ob es er liest oder ob sie selber lesen. Gell? Normalerweise ist ja so ein Buch, wenn man es liest, wirklich etwas Schönes. Man kann selber sich seine Bilder und alles vorstellen. Aber ich glaube, da, wenn man das selber liest, ein bisschen fehlt da von Peter Eggenberger. Machst du wieder Vorlesungen mit dem Buch? Ja, das ist natürlich schon etwas, was ich sehr gerne mache. Ich werde ja viel aufgeboten von Vereinen, Seniorenanmittag, Frauenverein, Samariterverein, jenste Verein natürlich, wo etwas hören möchte. Das ist genau der Grund, wie du gesagt hast. Es ist noch mal ein bisschen etwas anderes, wie man selber hört. Man kann natürlich dann auch noch Fragen stellen. Man kann dann gezielt auf einen gewissen Aspekt noch eingehen. Das ist für mich interessant und scheinbar ist es auch für Zuhörer interessant, wo wir ineinander sehr gerne zuhören. Weißt du, die ganze Zeit, ich muss jetzt schnell mal schauen, wie lange es schon haben. Jetzt haben wir, glaube ich, etwa 3-24 Minuten auf. Die ganze Zeit frage ich mich schon, also einen richtigen Appenzeller-Dialekt hast du nicht, gell? Nein, ich sage natürlich, wir da vorne haben einen Dialekt. Also da vorne, da wäre dann eben Wald zu Hause, Oberig, ja. Rüti, Reute, Appenzell-Ausserrhoden, Wolfalda und so weiter, Lutzenberg gehört dazu. Wir haben einen Dialekt, wir sind geografisch nahe dem Rintel. Wir haben einen Dialekt, der eine Färbung hat vom Rintel. Typisch sind die Braten an. Also bei uns oben hat es früher noch schöne Mädchen gehabt. Aha. Auf der Wart wartet die Gasse und nicht gegessen und Mädchen mit dem giftigen Nähe. Also die Offenheit von unserer Geografie, Weitblick auf den Bodensee, die kommt in der Sprache zum Ausdruck. Und auch Zinnerödler ohne, er hätte schon den Logopäd gerne können machen, oder? Es wäre dann gleich gegangen. Meinst du? Wenn du so sagst, wir haben. Ich hatte so mal eine Tante von Schaffhausen her, glaube ich, oder so. Die hat mir gesagt, wir haben. Ist das Appenzell? Richtig, haben? Richtig. Die Frage wird mir noch viel gestellt. Bist du ein Schaffhauser, nicht? Ja, eben. Dann kommt das Sprüchchen. Die Schlaten, eine Zahne voll Sapfen, die Latteren durch abschlapfen. Schlaten, da an der deutschen Grenze, kommt ein Schaffhausen. Wir würden da genau gleich sagen. Nur zeichnet mir nicht eine Zahne voll Sapfen, die Latteren durch ab. Aber dialektmässig, lautmässig sehr, sehr nah. Nicht überall, aber was die Breite an, die Breiten anbelangt, auf jeden Fall. Mhm. Und da zeigt sich natürlich auch, gell, die Pflege vom Dialekt wäre eben natürlich schon sehr wichtig. Eben für unsere ganze Kultur, für unser gesellschaftliches Zusammenleben, für einen Witz, auch für die Lockerheit. Im Radio DRS haben wir das ja wirklich müssen pflegen, den Dialekt. Mhm. Und das ist fast ein bisschen abhanden gekommen, ja, oder? Leider. Ja, leider. Natürlich, die Sprache lebt natürlich. Das ist etwas Leptiges, das ist sicher mal richtig. Aber ja, die Dialekte werden natürlich verwässert, das sehe ich natürlich. Mm-hmm. Heute sehen wir auch die vielen hochdeutschen Begriffe auf das Mal, die sich hier einschleichen. Nicht gehofft, sage ich, ich gehe dann noch Treppen drauf, statt Stegen drauf und so weiter. Oder die Anglizismen. Und natürlich Zuwanderung generell. Es hat einen Haufen Leute im Appenzellerland, die vom Zürichgebiet zugezogen sind. Hat natürlich Lehrer, Kindergärtnerinnen. Kindergärtnerinnen haben eine sehr wichtige Funktion betreffend Weitergeben der Sprache. Sie kommen aus einer anderen Region und dann zwangsläufig gibt es halt eine gewisse Verwässerung. Ja, weißt du, und in der Schule ist es inzwischen so, dass man sagt, es soll auch dort in Schriftdeutsch abgehalten werden. Ja. Was immer das Schweizerdeutsch, Schriftdeutsch ist. Richtig. Das finde ich persönlich extrem schade. Ja. Die Pflege vom Dialekt ist auch irgendwie ein Ausdruck von der Persönlichkeit, ist lebendiger, ist im zwischenmenschlichen Bereich auch wirklich ein grosser Wert, der verloren geht, oder? Schriftsprache, das ist einfach mal meine Ansicht, ist zum Teil auch eine gewisse Sterilität, auch im menschlichen Umgang. Richtig.
Wenn wir es nochmal auf das Buch können, du hast sicher nochmal irgendetwas noch zum Vorlesen da. Ja. Du schreibst natürlich auch her, gell? Der Appenzeller Witz, steht da wirklich auch gezielt in eine vergnügliche Spurensuche. Und da müssen wir eigentlich wirklich alle ein bisschen interessieren. Ich meine, Appenzell, nicht nur der Witz, ist ja wirklich Kulturgut. Also, es geht nicht nur um den Käse und die drei, die man auch schon im Rintel kann, bei der Wiege und so weiter und überall, wo das Geheimnis nicht preisgeben, sondern es geht wirklich darum, dass Appenzell wirklich auch eine Bereicherung für die ganze Schweiz ist. Also, insofern sich ein bisschen mit dem Appenzeller Witz beschäftigen, mit dem Buch, und vielleicht auch der Schweiz, dem Urtümlichen von der Schweiz näher kommen. Nicht unbedingt den Stoss und Vögel in den Säcken oder den Schlacht, übrigens hier auch noch erwähnt und so weiter natürlich. Aber ja, die Appenzeller sind auch ein bisschen widerspenstig gewesen. Und vielleicht eben nicht dank dem Witz haben sie das auch ein bisschen überstanden, oder? Die ständigen Angriffe, sechstes Mal oder mal vermeintliche Angriffe von der Abtei St. Gallen etc. und so weiter, die Einvernahme von ihrer Identität, die sich einfach dagegen gewehrt haben, eigentlich bis zum heutigen Tag. Und das Buch ist vielleicht ein gewisser Meilenstein, um zu zeigen, hallo, wir sind noch jemand, wir sind noch eigenständig und würde uns in der Schweiz wahrscheinlich nicht schlecht tun, wenn wir auch probiert haben, immer wieder sehr mutig eigenständig zu sein. Jetzt der Peter Eckenberger. Hey, du bist aber weit ins hintere Buch vordrungen, so weit bin ich gar nicht vordrungen. Hättest du eine Geschichte parat? Ja, noch eine glatte Geschichte hier drin, nicht? Die Witze produzierende Personenwaage. Nicht nur die Appenzeller Kleinwüchsigen, sondern auch die dicke Bertha als schwerste Frau der Schweiz hat man früher bedenkenlos zur Schau gestellt. Vorbild waren die Völkerschauen des Nationalzirkus Knie. Bis 1962 nicht, hat der Zirkus Knie Leute zur Schau gestellt. Wir haben nicht mehr können schauen, wie sieht ein Schwarzafrikaner aus, ja, wie sieht ja ein Chinese aus, wie ja sieht ein Indianer natürlich aus und so weiter. Gehen die heute natürlich nicht mehr. Aber früher noch. Dort hast du auch noch schauen, wie sieht der Buchseri aus. Weil es ist, die Lippe unten war ein Buchseri, weißt du, vom Freddy Senior. Jawohl. Knie. Ja. Genau. Ja. Also eben. Auch die dicke Bertha als schwerste Schweizerin. Und darüber eben eine Episode, die sich in den 1950er Jahren zugetragen hat. Bis auf den heutigen Tag hat man sie nicht vergessen, die dicke Bärte, die die Zoberung auf die Welt kam, und später in Syrien noch geheiratet hat. Ihre grosse Zeit hatte sie hier, wo sie in einem Budenwagen von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, von Kilbi zu Kilbi, von Mess zu Mess geführt worden ist. Ein Haufen Gewandernasli haben einmal 50er Liter gezahlt und zöhnt die Frau, die 1,54 Meter gross und 488 Pfund schwer war, angaffen und zum Tal antoben. Wie sie das alles vertreibt hat, Gottlob hat sie ins Gottlob hat sie ein schönes Gemüt und einen guten Humor gehabt. Und niemandem ist sie eine Antwort schuldig geblieben. Es war in den 1950er Jahren, wo man auf den Bahnhöfen landauf und landab neumödige Personenwagen aufgestellt hat. Eine fortschrittliche Sache, weil man bei diesen Wagen nach dem Wegen ein Zettel bekommen hat, wo es genau Gewicht drauf gestanden ist. Und dann noch ganz ohne Elektronik. Bertha hat von dieser neuen Sache an, ist mit dem Fuhrmann Sturzenegger vom Schach in der Rüti auf Heide zum kleinen Bahnhof gefahren und hat die neue Einrichtung, die neue Wagen angestaunet. Wo hier alle Gofen verstorben waren, ist hier Bertha auf die Waage gestanden. Als das bei dieser kleinen Plattform geraten ist, hat man sie auf zwei Seiten wacken müssen heben und stützen. Wo sie endlich gerüst war, hat sie den 20er oben reingelassen. Jetzt hat sie den Wagen angefangen zu rumpeln und kesseln und rasseln und krosen wie verrückt. Und der Zager ist wie gestört. Ein paar Mal zu ringen um. Und, wenn niemand geschaut hat, ist gleich noch passiert. Ein Zettel ist rausgekommen und da drauf ist gestanden, bitte nicht in Gruppen auf die Waage stehen. Hat sich das abgespielt? Oder? Es hat sich so abgespielt. Aber es kommt darauf an, wie man es bringt, wie man es erzählt, gell? Ja. 1000 Sasa. So Peter ist es. Der Witz in Person. Übrigens, beim Wanderwitzweg sehen wir auch. Das steht so ganz lässig da. Eben deinen natürlich und so. Bist du etwa mal selber auch noch auf dem Wanderwitzweg? Ich schaue einfach den neuen Etappen an. Mal dort und mal das Hebteilstück. Der Witzwanderweg ist übrigens jetzt so eine kleinere totale Renovationsphase. Genau. Heute ist ja der Appenzeller Tourismus zuständig für den Witzwanderweg. Wir verbessern Verschiedenes. Wir kommen heute nicht mehr darum herum,
dass man die Witze eben auch mit dem Handy ablassen kann. Es gibt gewisse Stellen, gewisse Stationen, wo man den Witz eben auch hört. Und wie wir es bereits gesagt haben, natürlich die Sprache spielt noch eine wichtige Rolle, wenn man im treffenden Dialekt den Witz ablassen kann. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Verbesserungen im Laufe des ersten halben Jahres, sage ich jetzt einmal. Der Rappenzeller Witz, ein Buch von Peter Eggenberg, das neueste Werk. Die Bestelladresse ist unten eingeblendet. Es lohnt sich auf jeden Fall, um das sich zu erwerben und dann eben einzulesen und vielleicht auch mal zu schauen, wo tritt der Peter Eggenberg gerade noch auf. Der persönliche Kontakt mit ihm ist natürlich unendlich wertvoll. Ja, Peter, also Wanderwitzweg, 30 Jahre, gell? Genau. Ich glaube, da gehen wir mal her, wenn der noch Wetter ist, oder nicht? Da machen wir mal. Ja. Natürlich. Es gibt einen Haufen Geschichten, andere natürlich als heute, wo man wieder einbringen kann. Und dort spielt natürlich auch die schöne Landschaft eine Rolle. Schöne Häuser natürlich, schmale Waldwege, Romantik und so weiter. Tolle Feuersteller, Rastplätze und so weiter. Das spielt dann alles sicher mit. Und da bist du dabei, ja? Auf jeden Fall. Gerne.